Hallo und herzlich willkommen auf Germcoaster und willkommen zu einem neuen Video. Zuletzt hatte ich ja mal ein Video über meine Meinung zum Heidepark gemacht und das kam tatsächlich überraschend gut an, hat mich sehr gewundert. Und im heutigen Video machen wir das Ganze mal zum Phantasialand. Ich habe mir gedacht, können wir es mal zu mehreren Parks mal wieder machen, mal schauen, wie es bei euch ankommt und Feedback gerne in die Kommentare. Und wie gesagt, heute geht es einmal ums Phantasialand. Das Phantasialand ist mein persönlicher Homepark. Und den Park kenne ich auch schon Ewigkeiten. Seit 2009 war ich wirklich jedes Jahr im Park und habe ihn auch dadurch schätzen und lieben gelernt. Ja, aber auch beim Phantasialand kommt man nicht um die lange Geschichte drumherum. Und ja, aufgrund meines geringeren Alters kenne ich die ganzen sehr, sehr alten Attraktionen nicht mehr, so wie die Gebirgsbahn oder auch die Grand Canyon Bahn, Space Center, Galaxy kenne ich alles leider nicht mehr. Allerdings habe ich doch ein paar Attraktionen schon gefahren, die es aktuell nicht mehr gibt. Die Gondelbahn 1001 Nacht zum Beispiel, wobei ich mir damals als kleines Kind die Augen zugehalten habe, weil ich da ein bisschen Schiss hatte. Attraktionen, die es nicht mehr gibt, die ich auch gefahren bin, sind zum Beispiel Silbermine, was ich sehr, sehr cool fand. Und das gleiche gilt auch für Raceford Landeswelle, was man als kleines Kind hier auch super cool findet. Bei Phantasialand denkt man natürlich direkt an die tollen Themenbereiche, steht ja auch im Namen des Parks, Fantasie, dass verschiedene fantastische Themenbereiche so im Park zu finden sind. Und die sind anders, als wir zuletzt im Heidepark-Video drüber gesprochen haben, sehr, sehr gut thematisiert. Und das ist wirklich das, was den Park ausmacht, die gute Thematisierung. Mein Lieblingsthemenreich gehört auf jeden Fall Berlin, ist dank Rookburg halt vor allem, was halt echt ein Wahnsinnsthemenreich ist. Gerne auch mein Review zu Fly, mein Rundgang, der Vlog, wo wir kurz nach der Öffnung im Park waren und alles. Ich habe ganz, ganz viele Videos zum Phantasialand und online, alles oben in der Infokarte. Aber was ich auch noch sehr cool finde, Mexiko sieht super aus, Klugheim, also Themenbereich Mystery Themenwelt, Klugheim ist echt perfekt geworden. Aber auch Chinatown und Fantasy sehen immer noch super aus, vor allem auch für das Alter. Und Chinatown bietet halt im Vergleich zu den anderen Themenbereichen jetzt nicht so die krassen Rides. Da ist zum Beispiel nämlich die Geisterrikscha. Geschuldet halt durch die Einwohner, die nebenan sind und halt die ganzen Naturschutzgebiete. Der Park kann nicht erweitern, man muss immer wieder alte Attraktionen abreißen und was Neues dorthin bauen. So wie halt die ganze Westernstadt für Klugheim oder auch Race for Atlantis für Rookburg. In dem Themenbereich Fantasy befindet sich halt auch, finde ich, so der Schandfleck des Parks. Fantasy an sich finde ich super, das ganze Vinyas und Wus-Thema finde ich echt geil. Dann steht nebenan die Halle von Crazy Bats. Space Center an sich, wie gesagt, habe ich nicht erlebt, fand ich auf Videos echt ganz cool. Temple of the Nighthawk, ja, man hat halt alles dann Theming entfernt, man fährt durch, ist nur durch eine schwarze Halle gefahren. Die Q-Line sah absolut hässlich, auch Station war in Ordnung. War echt scheiße, sorry. Aber die Fahrt an sich ist halt immer noch ganz cool gewesen mit der langen Fahrt, immer noch sehr, sehr smooth, vor allem für eine alte Wekoma-Bahn. Und Crazy Bats heute ist besser, die Q-Line sieht auf jeden Fall auch besser aus. Und durch VR sieht man jetzt halt auch wenigstens was während der Fahrt, aber es passt halt null in den Park und man sieht halt auch, dass das ein Schnellschuss ist, dass es nicht lange bleiben soll, es sieht alles sehr schnellschussmäßig alles aus. Und was auch in der Halle sich befunden hat bis vor kurzem ist die Hollywood Tour, die war die letzte Saison quasi durchgehend zu. Und diese Saison ist ja halt auch nicht mehr im Parkplan oder sonst wo zu finden. Es steht nichts dran, man weiß nicht, was passiert. Ich denke mal, es wird nichts passieren. Das Ding wird abgerissen werden oder es kommt was Neues rein. Der Ride an sich wird auf jeden Fall nicht zurückkehren. Da bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher. Nebenan gibt es auch noch Vakubato. Das war halt, ist eigentlich so eine Alternative zum Splash Battle gewesen. Seit dieser Saison ist es eigentlich nur eine Rundfahrt. Das hat halt auch mit den Anwohnern nebenan zu tun. Das Ding durfte halt auch an Sonn- und Feiertagen nicht fahren, weil es halt viel zu laut gewesen wäre. Früher gab es auch noch für eine sehr, sehr kurze Zeit so einen Kletterpfad auf dem See. Der ist dann auch wieder ganz schnell verschwunden. Ach, das ganze Einwohnerthema kennt man schon. Aber natürlich gibt es im Park nicht nur schöne Themenbereiche. Es stehen natürlich auch super Attraktionen dort. Im Themenbereich Berlin, in Themenwelt Rookburg, gibt es halt Fly, was wirklich meine Lieblingsattraktion tatsächlich im Park ist. Kurz gefolgt nach Taron. Taron verbinde ich halt persönlich sehr, sehr viel mit. Das war meine, war so die Achterbahn, die so das Ganze, diesen ganzen Freizeitpark-Fan in mir ausgewirkt hat, wo ich mich wirklich dafür interessiert habe. Deswegen verbinde ich halt echt viel mit der Bahn. Und auch Thrill Rides gibt es im Park echt viel. Talokan finde ich echt super. Gleiches gilt für Mystery Castle. Echt beides super Attraktionen. Wasserbahn gibt es auch im Park. Rivercrest, echt geil. Auch wenn es halt
zu das ist für mich. Ich finde es echt nicht geil, auf dem Wasserbahn nass zu werden. River Quest fahre ich allerdings ab und zu mal, vor allem wegen dem Thrill, was halt echt geil ist. Chiapas gibt es auch noch, was auch von vielen Leuten, die auch andere Parks weit im Ausland besucht haben, so eigentlich mit einer der besten Lokflumes der Welt sein soll. Auch ich finde persönlich Chiapas echt wirklich super. Der ganze Themenbereich Mexiko hat, finde ich, so richtig Urlaubsstimmung. Ich habe da immer gute Laune, wenn ich da lang gehe. Ist einfach ein toller Themenbereich. Aber es gibt auch für Familien und kleine Kinder natürlich sehr, sehr viele Attraktionen. Gerade vor allem im Themenbereich Fantasy. Du hast den fliegenden Papagei. Den lustigen Papagei, Entschuldigung. Die fröhliche Bienchenjagd. Würstels Taubenturm. Den hier Zamperla. Alle Magic Bikes stehen da auch noch. Und ja, Crazy Bat ist halt eine super Familienbahn, halt für die Fahrt her. Vinyas kann man auch eigentlich relativ früh schon fahren, finde ich auch super. Colorado Adventure, absolut geiler Ride, wirklich. War meine allererste Achterbahn, ist eine super Familienbahn. Macht vor allem hinten echt immer noch mega, mega viel Spaß. Echt super Ding. Raik finde ich auch immer noch ganz cool. Ist halt für die Kleinen auch mal cool, rückwärts mal zu fahren auf einer Achterbahn. Und Taron kann man tatsächlich verhältnismäßig auch schon früh fahren, was mich ein bisschen gewundert hat. Aber naja. Ihr seht, der Park bietet eigentlich alles. Du hast für Thrill-Seeker was, für Kinder, für Familien, wirklich alles an Attraktionen zu bieten. Es gibt da jetzt wenig, wo ich sage, das fehlt dem Park noch. Vielleicht nochmal ein richtiger Dark Ride. Das stimmt. Man hat halt Geister-Rikscha, was halt echt in die Jahre gekommen ist. Monster Chocolat ist wirklich cool, aber halt kein klassischer Dark Ride. Ist halt interaktiv. Aber ich glaube nicht, dass irgendwann nochmal ein Dark Ride kommen wird. Da habe ich langsam schon die Hoffnung aufgegeben. Aber eine gute Achterbahn mit richtig viel Airtime, das würde dem Park auch noch sehr, 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 sehr gut tun. Aber sonst hat der Park wirklich sehr, sehr viel super Attraktionen und ist halt, wie gesagt, für jeden was dabei. Die Themenbereiche sind alle durchweg mega gut gestaltet. Wirklich habe ich nichts absolut auszumeckern. Sagt man das so? Naja. Vielleicht halt, wie gesagt, hinten der Schandfleck mit Crazy Bats im Themenbereich Fantasy, das ist. Ja, passt halt nicht mehr so ins Phantasialand. Warte ich mal auch mal ab, bis sich da was tut. Und sonst habe ich eigentlich echt nichts am Park auszumeckern. Jetzt kommen halt viele wieder mit Phantasialand-Fanboy und so. Ja, sorry. Was soll ich denn hier noch groß meckern? Gut, also der Park ist halt klein. Ja, gut, kann man vielleicht noch sagen. Und das war's aber. Also schreibt gerne eure Meinung hin. Vielleicht tue ich mich ja auch komplett und ihr findet den Park alles scheiße. Kann natürlich auch sein. Und schreibt auch mal, wie ihr die Idee jetzt findet, mehr Videos mehr solche Meinungsvideos zu Parks zu machen. Würde mich sehr über euer Feedback freuen. Wie gesagt, like ihr direkt in dieses Video, abonniert, damit ihr die nachfolgenden Videos nicht verpassen werdet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.